Hallo Leute, wo sind die XP-Münzen in Fortnite Season 6 Woche 4? Darum geht es in diesem Video. Wenn du das feierst, lass einen kostenlosen Daumen hoch da, mach Abo an und mach die Glocke an. Alles ist kostenlos und Leute, ihr seht, ich habe wieder 80.000 V-Bucks. Gib wieder kostenlose Fortnite-Skins zu gewinnen. Schreib mir einfach einen Kommentar, was sagst du, XP-Münzen oder EP-Münzen unten in den Kommentaren rein. Dazu deinen Epic Games-Namen und du nimmst an der Verlosung teil. Eventuell sagst du auch XP-Coin, ne? Das kann natürlich auch sein, oder EP-Coin. Also schreib auf jeden Fall rein, was du zu den Münzen sagst und dann nimmst du an der Verlosung teil. Ja Leute, wir haben Fortnite Woche 4 mittlerweile. Ihr könnt heute den Classic Lara Croft Skin freischalten, ne? Ihr seht, ich habe das Video aufgenommen. Ich habe noch nicht die Aufgaben gemacht. Zumindest, ich habe das Video gemacht, aber ich habe die Aufgaben im Spiel noch nicht gemacht. Wenn ihr heute die Aufgaben macht, kriegt ihr diesen Skin. Könnt ihr dann endlich freischalten. Und ihr seht, ich bin mittlerweile Stufe 201 in Fortnite geworden. Wenn ihr wissen wollt, wie ich so schnell gelevelt habe, schreibt einen Kommentar und sagt einfach, Wurtat, sag uns doch bitte, wie du so schnell gelevelt hast in Fortnite. Wir wollen das auch wissen. Wir wollen auch so schnell leveln. Ich brauche noch 4 Level, dann bekomme ich den ersten goldenen Skin. Und der sieht, na, wo ist er denn? Die habe ich alle schon, ne? Das sind jetzt hier die, ich glaube, die kriegt ihr auf 105, 20 und 35 oder sowas. Das sind die Chrom-Skins, die sind nicht ganz so cool. Aber hier die Runen-Skins sind schon richtig nice. Ne? Runenras, da fragen mich alle, wo habe ich den her? Und richtig nice sind natürlich auch die goldenen Skins. Also die goldenen Skins finde ich diese Season richtig geil. Die feiere ich extrem. Ja, Ras in golden. Ja, ich glaube Stufe 215, Leute, braucht ihr. 215 braucht ihr für den. 205 gibt es dann die Tarana in Gold und den Spire Assassinen in Gold gibt es auf 225. Schaffen wir auch alles noch. Ich denke mal, heute schaffe ich auf jeden Fall sie. Und den Kollegen hier habe ich ja spätestens am Wochenende freigeschaltet. Jo, welches Level seid ihr? Einfach in die Epic Games, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, zusammen mit dem Epic Games Namen. Und ihr habt wie noch eine Chance, an der Verlosung teilzunehmen. So Leute, XP-Münzen, Fortnite Season 6. Es gibt wieder Münzen X, Fortnite Season 6, aber die sind noch nicht im Spiel. Jetzt ist mein Mauszeiger weg. Fortnite Season 6 hat laut den internen Gamefights 9 Wochen Herausforderungen. Und es gibt 5 Wochen Münzen. Auch in Woche 4 gibt es noch keine Münzen. Das heißt, wir gehen davon aus, in Woche 5, also nächste Woche, Woche 4 ist aktuell, kommen endlich die XP-Münzen ins Spiel. Ich werde natürlich Videos dazu machen. Wenn du es nicht verpassen willst, Daumen hoch da lassen, Abo und Glocke. Dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn das neue Video online ist. Ja? Münzen sind natürlich ein super schneller Weg, um zu leveln. Ich glaube, die Goldenen geben 15.000. Die Lilanen geben irgendwie 10.000 irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr genau. Die Blauen geben, die Grünen geben 5.000 pro Stück. Und die Blauen, glaube ich, geben 6.200 XP pro Stück. Und die kommen, ich gehe davon aus, nächste Woche, weil es gibt ja 5 Wochen mit XP-Münzen in den Spielerdateien. Das heißt, Woche 5, 6, also 5, 6, 7, 8, 9, 5 Wochen würde also passen. Und ja, Leute, wenn ihr Hilfe braucht bei den Aufgaben, ich habe ein Video gemacht zu den Fortnite Woche 4 Aufgaben, guckt da auf jeden Fall rein. Und ich habe, wo ich alles erkläre und dann habe ich auf dem zweiten Kanal, auf dem englischen Kanal, habe ich dann noch ein Video, Videos zu allen einzelnen Aufgaben gemacht. Wenn euch das interessiert, wenn ihr da Hilfe braucht, schaut doch mal vorbei. So Leute, das ist Fortnite Season 6. Coole Season, macht mir Spaß. Hoffe euch auch. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.